In diesem Video zeige ich euch, wie man Straßen für euer Tabletop basteln kann. Hi Leute, ich bin Steffen von den Neckarbotschers. In vielen Tabletops gibt es die Möglichkeit, Straßen als Geländeteile einzusetzen. Oft gibt es für Straßen auch spezielle Sonderregeln. Zum Beispiel bei Bolt Action dürfen Fahrzeuge, die auf Straßen fahren, die doppelte Geschwindigkeit fahren. Oder in Gaslands kann man einen kostenlosen Push-It machen, wenn man sich auf einer Straße befindet. Für dieses Projekt braucht ihr neben den üblichen Hobbymaterialien folgende Dinge. Ein Stück PVC-Boden. Dieser sollte optimal eine Steinoptik haben. Ich habe mein 20 cm auf 2 m großes Stück im Baumarkt für ca. 2,50 Euro gekauft. Und Holzschnitzwerkzeug. Dies ist nicht zwingend erforderlich, jedoch erleichtert es das Arbeiten doch erheblich. Ich habe mein Set bei Amazon für ca. 12 Euro bekommen. Als erstes schneide ich das PVC zurecht. Ich habe meine Geraden 15 auf 20 cm groß zugeschnitten. Hier könnt ihr aber je nach Maßstab andere Maße verwenden. Im nächsten Schritt markiere ich mit einem Kugelschreiber oder Filzstift die Stellen, an denen später Risse oder Schlaglöcher zu erkennen sein sollen. Diese schnitze ich dann mit einem Holzschnitzmesser oder einem Cuttermesser aus. Um an den Kanten links und rechts der Straße einen guten Übergang zu bekommen, habe ich diese abgeflacht. Bevor es ans Bemalen geht, schleife ich die Oberfläche noch mit etwas Schleifpapier an, um einen besseren Halt der Farbe zu gewährleisten. Passt allerdings darauf auf, nicht zu viel von der Oberfläche wegzunehmen. Und nun geht es auch schon ans Bemalen. Ich verwende schwarze Abtönfarbe, welche ich mit etwas Leim und ockerfarbener Farbe anrühre. Nun grundiere ich die Straßenteile damit. Nach dem Trocknen trage ich eine zweite Schicht auf, damit diese komplett deckt. Ist das Ganze gut durchgetrocknet, mische ich etwas weiße Farbe in das Farbgemisch und bürste die gesamte Oberfläche damit trocken. Dies mache ich dann noch einmal mit einer etwas helleren Farbe. Um akkurate Fahrbahnmarkierungen zu bekommen, maskiere ich die von mir gewünschten Teile mit Kreppband. Nun tupfe ich unverdünnte Acrylfarbe mit einem Schwamm auf die maskierten Stellen. Ich verwende extra unverdünnte Farbe, um eine raue Oberfläche zu erzeugen. Damit die Farbe deckt, habe ich auch hier eine zweite Schicht benötigt. Ist die Farbe nun trocken, entferne ich das Kreppband. Und bemale Farbkleckse, die unter das Kreppband gelangt sind, vorsichtig mit dem letzten Grauton. Selbigen Grauton verwende ich, um die Fahrbahnmarkierung zu weathern. Einfach ein Stück Schwamm nehmen und auf die gewünschte Stelle tupfen. Um die Risse und Fahrspuren von Autos darzustellen, verwende ich ein verdünntes schwarzes Wash und trage dieses großzügig auf die Stellen auf. Und schon ist sie einsatzbereit, die Straße aus PVC-Boden. Haben wir es für heute schon wieder geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt was damit anfangen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao!